Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Mein Name ist Michi, ich bin jetzt euer Tech-Trickser und in diesem Video besprechen wir den Unterschied zwischen Wasserkühlung, das ist eine Thermaltake Water 3.0 in der Ring Edition, also mit RGB-Lüftern, und einmal zu einem Luftkühler, wo ich hier den Rivian Oranis 140mm CPU-Kühler nehme, und welches von den beiden Dinger besser ist, beziehungsweise was ihr euch kaufen sollt für euren PC, sage ich euch nach dem Intro. Bis gleich! Danke fürs Dranbleiben und wir werden jetzt zusammen herausfinden, was ist besser. Eine Kompaktwasserkühlung, und ich sage es gleich, es geht hier jetzt einmal nur um Kompaktwasserkühlungen wie diese Thermaltake und nicht um eine Custom-Wasserkühlung. Denn eine Custom-Wasserkühlung ist ein ganz anderes Kaliber und hat andere Themen, die wir noch zu besprechen haben. Und oder einem Luftkühler, der was hier vom Rivian Oranis 140mm Lüfter präsentiert wird. Und ich möchte persönlich erst einmal anfangen mit der Wasserkühlung, der Kompaktwasserkühlung. Und deswegen nehmen wir mal den Oranis auf die Seite. Den stelle ich hier mal weg. So, fangen wir mit der Kompaktwasserkühlung an. Was sind die Vorteile einer Kompaktwasserkühlung? Erstens, sie hat eine sehr gute Kühlleistung. Zweitens, sie ist sehr leise. Ich meine, man kann die Pumpe auch hören. Übers BIOS kann man sie auch freigeben und ein bisschen runterdrosseln, aber würde ich nicht zu viel machen, denn umso weniger Wasserdurchfluss, umso wärmer wird der CPU. Also, die Pumpe ist eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich hörbar. Ich habe auch ein sehr gut gedämpftes Gehäuse. Also von dem her, wenn ihr ein gutes Gehäuse habt und das sehr gut gedämmt ist, hört ihr die Pumpe auch sehr wenig bis gar nicht. Für Modder und Übertakter ist es auch sehr gut. Warum? Erstens mal für Übertakter sehr gut, da sie eine sehr gute Kühlleistung hat und sehr hitzköpfige CPUs auch übertaktet bis zu 4 GHz oder mehr sehr gut bändigen kann. Dann zweitens, warum für Modder? Wir haben für Modder, naja, ihr werdet es selber wissen, und falls ihr ein bisschen in diesem Bereich drinnen seid und euch viele Bilder angesehen habt, werdet ihr gesehen haben, viele Modder verwenden Wasserkühlung, meistens Custom-Wasserkühlung, aber auch Kompaktwasserkühlung. Warum? Weil man einfach einen clean Look hat, da man bei der Wasserkühlung einfach nur zwei Schläuche im Gehäuse drin hat und sonst nur diesen kleinen Heatsink, den runden, der auf dem CPU drauf ist, und sonst sieht man aber das schöne Mainboard, die RAM, wenn man zum Beispiel einen LED-RAM hat, sieht das sehr gut aus, und deswegen ist so eine Kompaktwasserkühlung auch sehr gut für Modder-Geräte. Überhaupt diese hier mit RGB-Lüftern, also ihr habt viele Farben, die was ihr über eine Steuerung einstellen könnt, auch in allen Farben wechselbar könnt ihr einstellen, und ja, was will man mehr als Modder? So, wie auch schon gesagt, sie ist nicht sichtbar, weil eben der Radiator meistens oben verbaut ist oder in der Gehäusefront. Gibt aber auch kleinere Wasserkühlungen, so 120, 140 mm, die was auf der hinteren Seite fürs mit dem Push hinausgeblasen wird. So welche Kompaktwasserkühlungen sind wartungsfrei, denn sie sind schon vorgefertigt, vorgefüllt. Ihr braucht sie eigentlich nur einbauen, anschließen und los geht's, also Plug and Play. Sie ist sehr leicht, wo der Unterschied bei zum Beispiel so einem riesigen Luftkühler liegt. Diese sind recht schwer und ihr habt ja hier diesen kleinen Heatsink, der was nicht wirklich schwer ist, also kann auch eurem Mainboard nicht viel passieren. Der Radiator ist ja eigentlich entweder auf der Gehäusefront, wie gesagt, oder oben verbaut, und somit liegt das Gewicht vom Radiator nur auf dem Gehäuse und nicht auf dem Mainboard. So, kommen wir zu den negativen Aspekten einer Wasserkühlung. Erstens mal, der Preis ist viel höher als bei einem Luftkühler. Auch bei einer kompakten ist der Preis zwischen 140 und, ich sage jetzt mal, maximal 180 Euro. Wenn ihr noch irgendwelche speziellen Lüfter dazu kaufen wollt, kann der Preis natürlich variieren bis zu, sage ich jetzt mal, maximal. Und das ist wirklich das Schlimmste, was geht, 200 Euro würde ich jetzt mal sagen. Bei einer Custom-Wasserkühlung kommt ihr auf ein bisschen mehr, aber das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht wirklich besprechen. Ja, der nächste negative Aspekt ist, was jedem auffallen wird, beziehungsweise was jeder wissen wird, eine Wasserkühlung ist mit Wasser gefüllt und kann natürlich auslaufen. Kann, muss aber nicht, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, und meine ist auch nicht ausgelaufen, noch nie ausgelaufen. Sie war auch nicht irgendwie undicht oder sonst irgendwas, und ich habe sie jetzt schon dreimal ein- oder ausgebaut. Mir ist noch nie was passiert, also es kann sein, Fabrikatsfehler können überall passieren, kann aber auch bei einem Luftkühler passieren, der was eine metallene Backplate hat, dass ihr dort einen Kurzschluss am Mainboard machen könnt, wenn sie schlecht verarbeitet ist. Kann alles passieren, kann aber auch nicht passieren. Also ich nehme es mal als
negativen Aspekt, also sie kann auslaufen, sie kann Komponenten zerstören, wenn Wasser ausläuft, kann einen Kurzschluss verursachen, ist ganz normal, aber ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich es noch nicht gehört. So, und der letzte Aspekt ist, wie ich eben gerade gesagt habe, sie kann auslaufen. Ihr müsst beim Einbau aufpassen. Auch wenn sie schon fix fertig kommt, müsst ihr sie richtig zusammenbauen und aufpassen, wenn ihr die Lüfter auf dem Radiator montiert. Bitte aufpassen, dass ihr dabei nicht die Lamellen oder den Radiator dabei beschädigt. Denn dann kann er auslaufen, beziehungsweise hat er undichte Stellen, läuft aus und kann euch was kaputt machen. Also beim Aufbau, beim Zusammenbau, Einbau, bitte aufpassen auf den Radiator, auf die Lamellen. Vorsicht. So, kommen wir nun zu dem Luftkühler. So, das ist der Riven Oranos. So, dass ihr ihn besser seht. Das hier ist der Riven Oranos 140mm CPU-Kühler. Wer den noch nicht gesehen hat, hier rechts oben habt ihr einen i-Knopf und dort findet ihr das Unboxing und das Review zum Oranos. Danke nochmal an Riven für die Bereitstellung. Und kommen wir jetzt mal zu den positiven Aspekten eines Luftkühlers. Eine gute Kühlleistung, habe ich auch bei einer Wasserkühlung gesagt. Wobei ich jetzt sagen muss, eine Luftkühlung hat vielleicht ein paar weniger Grade mehr, die was sie nicht wegbekommt zu einer Wasserkühlung. Sie ist aber nicht schlechter, also nicht viel schlechter, nur so wirklich minimal würde ich jetzt meinen. Ich habe jetzt beides getestet, also ich habe meine Wasserkühlung ausgebaut und habe hier den Riven Oranos getestet und habe aber nicht sehr viel Unterschied gemerkt. Vielleicht ein paar Grad war die Wasserkühlung besser, aber nicht gravierend. So, sie hat eine gute Kühlleistung, habe ich jetzt gesagt. Und was noch dazu kommt, sie ist günstiger. So ein Riven Oranos zum Beispiel kommt dir auf 40, 45 Euro, vielleicht 50 mit Versandkosten, wenn ihr Österreich oder Deutschland wohnt. Ja, gibt es natürlich billiger, kann man auch auf, ich glaube, den günstigsten, was ich letztens gesehen habe, war zwischen 20 und 25 Euro. Aber bei denen kann man vielleicht, ich meine, ich habe es jetzt nicht wirklich getestet, aber bei dem kann man vielleicht nicht so viel erwarten. Aber trotzdem, so ein Luftkühler ist viel günstiger als eine Wasserkühlung. So. Man hat bei einem Luftkühler auch einen leisen Betrieb, also man muss jetzt nicht unbedingt eine Turbine kaufen, sondern zum Beispiel dieser Riven hat eine sehr gute Kühlleistung und zusätzlich ist er sehr leise mit ungefähr 300 bis 333 Umdrehungen pro Minute, also sehr, sehr leise. So, was man noch hat ist, man kann hier die Lüfter wechseln, kann man eigentlich bei einer Wasserkühlung auch, kann man hier auch einen Pluspunkt nehmen, aber ihr könnt hier, um den Lüfter leiser zu machen und effizienter, könnt ihr die Lüfter tauschen. So, für Übertakter ist dieser auch sehr gut. Warum? Weil auch der so eine gute Kühlung hat, dass er hitzköpfige CPUs auch aushalten kann, auch wenn sie auf 4 GHz oder mehr übertaktet sind. So, was sind die negativen Aspekte? Die negativen Aspekte sind hierbei sehr groß, sehr schwer, verdeckt leider sehr viel vom Mainboard oder den RAM-Slots und sieht in meinen Augen nicht immer sehr schön aus. Also wenn man einen clean Look haben will, so wie bei meinem Computer, ich blende auch ein paar Bilder ein, würde ich eine Wasserkühlung empfehlen. Soll es billig sein, dann würde ich auch zu so einer Luftkühlung empfehlen. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich finde, sie haben beide eine sehr gute Kühlleistung und sie haben nicht viel Unterschied miteinander. Also was ihr, also der Unterschied bei so welchen zwei Kühlarten ist einfach der, wollt ihr einen clean Look haben, oder eher günstiges, trotzdem gutes Kühlverhalten. Ich selber mag es, da ich ein Seitenfenster habe, möchte ich einen Clean Look haben, ich möchte meine Komponenten sehen können, ich möchte mein Mainboard sehen können. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier so eine Wasserkühlung zu kaufen mit RGB-Lüftern, die hier bei der Ring Edition dabei sind und nicht einen Luftkühler. Der Luftkühler ist zwar sehr schön, nur ist er sehr groß. Man muss auch aufpassen, dass er auch ins Gehäuse hineinpasst. Nicht, dass es an der Gehäuseseite ansteht. Schaut natürlich sehr blöd aus. Natürlich gibt es auch Leute, die sowas sagen, ich möchte so wie beim Auto einen Big Block Motor drin haben und so einen richtig Badass Look mit einem richtig dicken Kühler drin haben. Gibt es auch, sieht auch sehr gut aus. Natürlich muss es dazu passen. Und der Unterschied, was ihr jetzt kaufen sollt, liegt eigentlich an euch. Gefällt euch eine Wasserkühlung besser, müsst ihr ein bisschen mehr Geld drauflegen. Wollt ihr es günstig, aber auch sehr schön, sucht euch einen
Luftkühler aus, der was euch gut gefällt, der was natürlich auch eine gute TDP hat, also eine gute Kühlleistung hat. Und ja, das war das ganze Video. Ich würde sagen, dass man die Kühler nicht wirklich sehr unterschiedlich hat. Und ihr könnt euch kaufen eigentlich, was ihr wollt. Ihr müsst nur schauen, dass ihr euren CPU gut kühlt, also eine gute Kühlleistung. Und wenn ihr ein Review sehen wollt zu dieser Wasserkühlung, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen und wie euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch oder auch runter, je nachdem wie es euch gefallen hat. Und oder stimmt hier rechts oben ab, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich gebe euch ein paar Vorgaben. Ist da irgendwas nicht dabei, was ihr sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, haut raus, euer Michi. Ciao.